Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Und heute geht es hier um die kleine süße Verschönerung, die an dieses schöne Sprüche-Junk-Journal gehen soll. Ich habe heute schon zu viel gequatscht. Ich habe die Worte nicht mehr so drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ja, das ist jetzt ein Schritt. Ich denke mal, da werde ich euch jetzt einfach mal gemütlich mitnehmen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, dass es nicht so lange dauert, dieses Video. Ja, ansonsten freue ich mich wie üblich über Kommentare, Likes und Co. Genau, da steht immer noch unvergessene Küche drauf. Das wird sich ganz zum Schluss ändern. Jetzt möchte ich hier an meiner Seite mit der Spitze und den ganzen kleinen Tabs und so, da möchte ich jetzt die kleinen Deko-Elemente ranhängen. Und damit sollte es losgehen. Ich habe hier verschiedene Sachen. Also ich habe hier Biegeringe. Ich habe hier so einen kleinen Mini-Karabiner, kleinen Schokoladentäfelchen. Und ich habe hier auch welche mit Bändern. Da bin ich gerade mit Kleber an die Ecken, an die Enden gegangen, damit ich die quasi zum Fädeln benutzen kann. Das heißt, die müssen noch ganz bisschen aushärten. Dann kann ich mit denen nämlich auch fädeln. Das heißt, die mache ich jetzt gleich zum Schluss. So, ich habe hier zwei Zangen, die mir helfen werden, hoffentlich. Gegebenenfalls wird das Video nicht jugendfrei, weil ich am Rumfluchen bin. Wir werden sehen. So, also diese Herzchen hier, diese sechs Stück möchten jetzt als erstes einziehen. Und danach diese beiden mit den Bändern. So, die beiden mit den Bändern, habe ich mir gedacht, die kommen hier an diese etwas längeren Tabs. Und ich würde mich auch durchfädeln. Ich hoffe, dass ich das hinkriege mit dem Fädeln. Die anderen werde ich hübsch und fein in die Spitzenseiten hier reinhängen. Das heißt, mache ich es mir mal ganz einfach und nehme mal diese kleine süße Schokolade, habe ich von Funkekram. Super cool. Bei meiner liebe Freundin, guck mal, ob ich jetzt auf dem Bild renne hier. Meine liebe Freundin mag meine Schokolade. Und dementsprechend bekommt sie da dieses kleine süße Schokotäfelchen. Ich muss mal gucken, dass es richtig rumhängt. Wenn das jetzt hier rumhängt, hängst du dann richtig rum, wenn du rumhängst. Jo. Kann man gelten lassen. Das kann man gelten lassen. Das war natürlich der einfachste Streich. Wobei, wenn ich mir das jetzt so angucke, hängst du richtig? Eigentlich schon. Gut. Wollen wir jetzt hier nicht so lange machen. So im Zweifelsfall kann ich das nachher noch umdrehen. So, dann habe ich hier vorne noch etwas viel Spitze. Und werde so gucken, ob die Mitte. Die Mitte wollte ich was hängen. Und ich muss jetzt mich hier so ein bisschen abwechseln. Ich habe nämlich relativ viel, was so kupferfarben ist. Und etwas weniger, was, was Silber ist. Silberfarben. Und dann macht das natürlich total Sinn. Ah, du möchtest von vorne nach hinten gefädelt werden, okay. Auf jeden Fall macht es da total Sinn, abzuwechseln, was wo wohnt. Sage ich jetzt mal so vorsichtig. Ja, also ich möchte jetzt keine drei Silberteile hintereinander haben, danach drei Kupferteile. Das würde mich persönlich in meiner ästhetischen Vorstellung ein bisschen nerven. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch damit? Seid ihr bei sowas schmerzbefreit oder seid ihr eher so wie ich drauf, die sagt, oh mein Gott, die gleiche Farbe hintereinander geht gar nicht. Also entweder mache ich nicht alles in Silber. Okay, ich habe ein Fummelproblem. Oh je. Ich habe vorhin schon so viel mit Stempelfarbe und Kleber rumgehext, dass ich meine Finger jetzt überhaupt nicht mehr richtig benutzen kann. Nicht, weil sie nicht funktionieren, sondern weil sie immer noch so ein bisschen Kleber drin haben. So. So, wo ist der Knack? Give me the Knack, please. Yes. So, das passt jetzt nicht hundertprozentig, weil ich hier diesen vintage-farbenen Biegering habe und einen bronzefarbenen Wecker. Oh mein Gott. Was kostet die Welt, ne, Freunde? So. Das
Jetzt habe ich hier Silber. Da kommt nämlich der silberne Baum dran. An diesem Tab hier kommt die goldene Glocke. Dann werde ich... Oh Gott. Sinnvollerweise hänge ich jetzt hier oben was dran. Was? Den kleinen Engelsflügel? Der ist vielleicht ein bisschen mini, ne? Wo hänge ich denn mein drittes Silberteil hin? Weil ich habe nämlich eigentlich nur 3 Silberteile, um genau zu sein. Der Baum. Der Baum wohnt dort. Hier ist die Schokolade. Eigentlich hätte ich das ganz gerne hier, aber dann habe ich so viel Silber beieinander. Ach Gott, ist das schwierig. Alternativ hänge ich es hier ans Ende. Das ist allerdings Gefahr, dass das ausgefranste Herzchen hier... Ja, obwohl, eigentlich scheint das, sieht das ganz stabil aus. So. Ich wollte gerade ein bisschen angeben, der Vorteil, weiter nicht unterwegs zu sein, aber wenn es wirklich, wirklich hart auf hart kommt, dann muss ich die rechte Hand nehmen, um irgendwas zu korrigieren. So. Du bist aber fest. Yes, sehr gut, ich freue mich. Das heißt aber auch, dass ich jetzt in meinen blauen, ein blau-türkis petrolfarbenes Gerät ein... Eins meiner Kupfer, nein, bronzefarbenen, nein, was bist denn du? Vintage-Farben, nennen wir euch Vintage-Farben. Reinhängen werde, und zwar oben werde ich den Engelsflügel reinpacken. Bin ich überhaupt noch im Bild? Naja, ein bisschen, ne? Ich rutsche einfach mal rüber. So. Jetzt haben wir hier noch keine Löcher drin. Aber in so ein Tüllgedönse, es ist mehr als einfach. Durchzustechen. Ja. Was macht denn ihr? Wann macht denn ihr diese Deko? Macht ihr die ganz zu Anfang oder macht ihr die so wie ich? Fast vor Tore Schluss. Ich bin nämlich ganz groß da drin, sowas echt richtig spät noch zu machen. So, dann zwei. Kann ich da auch was dran hängen? Und hier könnte der Schlüssel ganz gut dran sein. Ne? Ja, also ich habe immer am liebsten, am allerliebsten mache ich das Cover zum Schluss. Das ist natürlich bei so einem Journal jetzt hier überhaupt nicht möglich, weil ich das an dem Cover den ganzen Rest ausgerichtet habe. Also sieht das hier aus. So. Also wir haben Silber kommt gleich. Kommt hier noch Gold, Bronze habe ich noch irgendwo. Ich habe da hier noch mal Spitze. Da habe ich jetzt Bronze dranhängen. Gold kommt dahin. Achso, du bist jetzt hier quasi auch nur einen davor, aber das macht ja nicht nichts. Ne? Dann kommt der kleine süße Engel hier hin. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Engelmensch, aber ich habe so in so einem kleinen Tüdelpaket, sag ich mal, von so Imsel-Bamsel-Anhängern. Da sind so ein paar kleine Engel und da steht irgendwie drauf Handmade for you. Ich finde, das passt ganz gut. Auch wenn ich nicht so kitschy Engel irgendwas bin. Und die liebe Beschenkte auch nicht. Und trotzdem wird sie den Engel hier verschmerzen können. So. Jetzt habe ich die Sachen, die jetzt einfach anzuknipsen waren, angeknipst. Nun, meine lieben Freunde der irischen Volksmusik, kommt dieser wunderschöne Baum. Das ist somit mein Lieblingscharm. Und den dachte ich mir, flechte ich hier so durch. Also, dachte ich mir so, wenn ich jetzt gleich fluche und verzweifle, dann war das eine ganz blöde Idee.
Und ich werde ihn einfach nur anknoten. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Weil wenn ich, also ich dachte mir nämlich, dass ich das wie so eine Nähnadel benutze. Und hier wie so mit Stichen durchgehe. Und dann ist da nämlich noch ein bisschen was von dem Schwarz-Weiß zu sehen. So, jetzt muss ich hier mal eine Nadel zur Hilfe nehmen. Weil es doch etwas eng ist. So. Oh, das geht eigentlich ganz gut. Also, ob es nachher gut aussieht, ist eine andere Sache. Aber so Punkte funktionieren, kann ich mich gerade nicht beschweren. So, ich habe so viel Kleber an den Fingern. Das sieht bestimmt total blöd aus. Ich beneide mal die YouTuber, die hier so schick gemachte Nägel haben. Und hier so, weiß ich nicht, voll gestylt dieses Video durchkriegen. Ohne danach schmutzig auszusehen. Also ich sehe nach diesen ganzen Bastelaktionen immer aus wie ein kleines Erdferkel. Oder Bastelferkel. Das ist aber nicht schlimm. Ich weiß, wo ich die Seife habe. Ich tatsächlich zugeben muss, dass ich manche Sachen gar nicht mit Seife wegkriege. So, guckt mal an. Jetzt haben wir das so. Der Baum würde hier dran hängen. Und jetzt gehe ich hier von oben durch. Mache das gleiche Spiel. Und auch hier habe ich Kleber ans Ende gemacht. Das ist mein persönlicher Geheimtipp. Helft euch mit Kleber. So. Runter, dann kannst du raufkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier die ganze Zeit eine Zange im Weg habe und ihr nichts seht. Wenn ja, dann müsst ihr bitte schreien. So laut, dass ich es bis in mein Bastelzimmer hören kann. So, genau. Ich mache das jetzt hier natürlich gegenläufig. Ne? Es ist klar, dass ich bin nicht blind und nicht doof. Ich habe nur den Plan, dass ich das hier so versetzt mache. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich hoffe, mein Tab ist sehr stark genug, weil das Bäumchen ist gar nicht so ganz leicht. Also ich habe extra ein bisschen mehr Band gelassen. Dafür, dass ich erstmal hier einen Knoten mache, klar. Und dann diese Klebstoffenden wieder abschneiden kann. Okay, der Baum möchte sich gerne verbinden mit der nächsten. Ist ja auch fein. Der Fuß des Baumes. So, jetzt habe ich das Glöckchen. Same procedure as last time. Am nächsten Tab. Na, das ist doch sehr süß. Gar nicht, wie viel, habt ihr irgendwie ein Maß, wie viel Gedöns, ich sag mal, an ihr in eure Tabs, an eure Junk Journal hängt? Oder macht ihr hier und da mal so ein bisschen? Ich finde, einerseits macht es das Junk Journal wertiger, andererseits ist es ganz schön anstrengend. Wenn ich mir jetzt hier mal mein Gewusel angucke und vorbereiten, also auch dieses Junk Journal hier wieder. Es macht total Spaß, es zu basteln, aber ich habe schon Stunden, ja Tage da rein investiert. Dann denke ich mir manchmal so, jetzt ist langsam mal genug, jetzt musst du mal aufhören. Und dann kann ich nicht aufhören, weil es einmal so viel Spaß macht und andererseits, oh, hier muss noch was hin, da hast du noch was vergessen und dort muss unbedingt, ganz, ganz unbedingt, musst du dort auch noch ein Element setzen. Ja, so komme ich mit von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwann auf den ganzen Wald.
Irgendwann in der Zwischenzeit werde ich vermutlich abkommandiert, um Holztaxi zu spielen. Die Männer sind im Wald und räumen Holz. Und dann muss irgendjemand den Anhänger abholen und abladen. Deswegen bin ich hier gerade froh über Ruhe, Frieden. Ein warmes Plätzchen am Basteltisch. Ich weiß, es würde innen. Naja. Eine warme Hütte ist auch nicht zu verachten. Samstag hatte ich vielleicht schon mal in den alten Videos gesagt. Der Samstag ist mein Sonntag und ist meine Bastelzeit. Da möchte ich eigentlich nichts anderes machen. Eigentlich auch kein Holztaxi spielen. Da würde ich eigentlich reiten und basteln. So, jetzt habe ich die eine Seite. Und jetzt. Das Schöne ist, das hält relativ fest. Das heißt, ich kann es einfach so hängen lassen, ohne dass es mir wieder rausrutscht. Weil es zwischen diesen mal festen Maschen hängt. Das ist ganz gut so. Hier habe ich das Bänzel ein bisschen kurz gemacht. Vielleicht habe ich nachher ein Problem mit dem Knoten. Gucken wir mal. Weiß gar nicht, hört ihr das, wenn bei mir eine Nachricht ankommt? Abgesehen davon, dass ich sie stumm gemacht habe, aber dieses Brummen oder Vibrieren kommt aus dem Video an. Weiß gar nicht, ich habe da noch nie aktiv drauf geachtet, wenn ich bei anderen Videos geguckt habe. Oder die anderen sind alle viel disziplinierter als ich und machen ihren Kram aus. Mag auch sein. So, ich kriege den Knoten hin. Nein, kriege ich doch nicht. Nochmal. Das Blöde ist, wenn man eh schon Kleberfinger hat. Wenn man sowieso schon Klebstoff an den Fugen hat, dann ist das nochmal ungleich schwerer, hier einen Knoten zu machen, der dann auch funktioniert. Und beide Enden zu erwischen. So, jetzt habe ich beide Enden erwischt. Einen Knoten. Schneide noch diese Kartenklebstoffdinger ab. Die mag ich nicht. Also, die haben sehr geholfen, aber. So. Zack, Glöckchen dran. So sieht das jetzt aus. Ein bisschen dekoriert. Ich mache nicht noch mehr dran, weil ich nämlich noch ein Dingeldangel mache. Und an das Dingeldangel kommen dann diese Sachen noch mit dran, mal abgesehen davon von ganz vielen, ganz vielen Sachen, die an Tüdelkram dran sind, also hier so Fäden und Stoffstücke und so weiter und so fort. Ihr werdet sehen. Euch brauche ich gleich nochmal. Das heißt, nachher werdet ihr auch noch das Dingeldangel-Video bekommen, beziehungsweise für euch sind es dann Tage später. Ich bin mit diesem Video jetzt erstmal fertig. Ich vermute mal, dass ich jetzt in den Wald fahren darf. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und sage bis demnächst in diesem Kino.